1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind heute nur im Radio zu hören, im Fernsehen nicht. Dort gibt es einen Spielfilm anlässlich des Todes von Peter Ustinov. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir haben Montagnacht, freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir reden wollt, dann ruft mich an unter der bekannten Telefonnummer. Und die erste Anruferin ist die Susanne. Und Susanne ist 26 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Susanne. Hallo. Ja, um was geht's bei dir? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Aber also bei mir geht's darum, ich bin von meinem Mann weggegangen. Und bin, also ich bin eigentlich weggegangen, so wir hatten einen kleinen Streit und ich bin weggegangen und wollte es eigentlich schon länger machen. Mhm. Hab aber nie wirklich so den Mut dazu richtig gehabt. Und jetzt bin ich seit circa 9 Wochen ungefähr bin ich jetzt also weg und bin zurzeit bei meiner Mutter. Wie lange wart ihr verheiratet? Jetzt dieses Jahr 5 Jahre. 5 Jahre. Mhm. Und ja. Weswegen war der Streit? Ja, der Streit ist nur der letzte Auslöser gewesen. Ja. In Wirklichkeit bin ich gegangen, halt, weil er mich auch also gewalttätig gegenüber mir war. Das heißt, er hat dich geschlagen? Er hat mich geschlagen. Oft? Ja, eigentlich schon. Wie oft? Also ich kann es auf jeden Fall nicht wirklich zählen. Also so oft. Man kann sagen, regelmäßig. Ja, mit irgendeiner gewissen Regelmäßigkeit. Also war das schon. Also das waren mal alle 3 Monate oder ja. Es gab mal eine Zeit, da war er vielleicht ein halbes Jahr. Hat er dich schlagen ist immer schlimm. Dann frage ich, wie schlimm er dich geschlagen? Hat er dich krankenhausreif geschlagen? Also vielleicht nicht so heftig, dass ich ins Krankenhaus musste, aber ich brauchte schon manchmal eine Woche oder länger, um mich wirklich von den Schlägen wieder also zu erholen. So, das heißt, wenn man sich eine Woche erholen muss von Schlägen, sind das sehr, sehr schlimme Schläge gewesen. Hat er dich ins Gesicht geschlagen, also in den Körper? Ja, also den Körper allgemein und ich hatte halt auch öfter zwischendurch so kleine Fallchen, blaue Flecken an Arme oder am Hinterkopf hat er mich sehr oft geschlagen. Also ein bisschen hat er manchmal schon so, dass es jetzt nicht wirklich immer zu sehen war für andere. Ja. Hat er dich geschlagen, wenn er besoffen war? Nein. Er selber nimmt zwar Drogen, also er raucht, kippt und hat wohl auch zwischendurch, also hat auch ein bisschen so ein Kokainproblem oder... Er sagt natürlich nein, aber er hat so auch in gewissen Abständen, mal hat er jedes Wochenende mit seinen Freunden draußen das genommen und manchmal auch eine Zeit lang wieder nicht und dann doch wieder. Wenn er dich geschlagen hat, waren das Anlässe, geringfügige Anlässe, irgendeine kleine Streitereien? Ja. Hat er sich irgendwann hinter mir entschuldigt? Ja, in gewisser Weise, aber es war nie aber er hat es immer wieder bereuen, gemacht. Da so, dass ich mich so gefühlt hätte, als ob er das wirklich annimmt, was er mir wirklich getan hat. Jetzt habe ich nur das, nur ist gut, ausschließlich, sagen wir so, das gehört bisher aus eurer Ehe, Susanne. Und es ist, glaube ich, allen Menschen begreiflich, so auch mir, dass du da abgehauen bist. Ja. Du bist in 9 Wochen, sagst du, weg. Ja, ungefähr so. Stellt er dir irgendwie nach? Bedroht er dich? Also, es ist bisher so gewesen, ich habe erstmal versucht, gar nicht mit ihm Kontakt zu haben, aber er hat mich ja auch nicht nur körperlich, sondern auch psychisch sehr unterdrückt und unter Druck, also er hat mich halt auch psychisch unterdrückt und... Wie hat er das gemacht? Also, mit Schimpfwörtern und er hat auch wirklich mich ziemlich kontrolliert, ich konnte eigentlich nicht viel rausgehen und... Also hat deine Freiheit sehr eingeschränkt? Ja, und er hatte auch eigentlich nie, also ich hatte nie wirklich Geld und oder so, oder ich war halt auch eigentlich nie arbeiten. Susanne, eine Horror-Ehe, oder? Ja.
Eine Horror-Ehe, wenn ich das so höre. Ja, im Nachhinein sehe ich das auch so. Was ist denn jetzt, hat er das jetzt kapiert? Lässt er dich jetzt in Ruhe? Oder hängt er dir am Telefon und simst dir, du sollst zurückkommen? Oder ja. Wie verhält er sich? Eigentlich tut er das jetzt. Also er sagt, er hätte alles verstanden, er hätte alles kapiert, er würde sich jetzt ändern und er wäre auch dabei. Er hätte sich eigentlich schon geändert und er hat dann, um mich halt wiederzukriegen, hat er jetzt angeblich aufgehört. Er hat eigentlich täglich gekifft, also den ganzen Tag über. Und jetzt hat er es wohl sein lassen. Ich weiß nicht, was er wirklich macht. Ich bin ja nicht da die ganze Zeit. Beeindruckt dich das, dass er jetzt da jetzt reuig vor dir steht? Und am Anfang hat es mich irgendwie beeindruckt. Also ich hätte es nicht erwartet. So. Mhm. Also ich hätte es nicht erwartet. Du sagst, am Anfang hat es sich beeindruckt. Ja, bloß er hat in der Zeit, weil ich habe ihm immer, also er hat eigentlich immer was gemacht. Er zum Beispiel hat er aufgehört und dachte, ja, dann kommst du dann und dann wieder. Also er hat das aus dem Grund gemacht, eigentlich, dass ich wiederkomme. Mhm. Alles war mit einer Erwartung. Ja. Er ist zum Beispiel auch zum Psychologen gegangen, wohl sagt er, er war zweimal dort oder so und hat mit denen geredet. Glaubst du ihm das? Dass er da war, glaube ich ihm irgendwie schon. Ja, aber ich höre so, wie du das alles erzählst, dass du letztendlich dem Ganzen nicht über den Weg traust. Nee, weil ich ihm immer gesagt habe, man kann ja nicht sechs Jahre kennen wir uns, sechs Jahre sich so schlecht gegenüber mir benehmen und. Sag mal, wie viele Jahre hat er dich eigentlich schon geschlagen in der Zeit, in der ihr euch kennt? Eigentlich sogar die ganze Zeit. Eigentlich immer. Würdest du, was für ein Gefühl hast du zu diesem Mann jetzt noch? Also, ich hatte am Anfang, ich weiß nicht warum, hatte ich so dieses, irgendwie ein Mitleid, weil er mir immer, also Mitleid und, weil ich mir dachte, muss man nicht jedem Menschen dann doch noch mal eine Chance geben. Aha. Aber wenn ich an meine Gefühle denke, weiß ich, dass ich das überhaupt nicht mehr kann und schaffen würde. Also kann man sagen, dass letztendlich die Entscheidung in dir gefallen ist, dass du wirklich und definitiv von ihm weg willst? Ja. Egal, was er jetzt da macht und wie er sich verändern will? Ja. Du möchtest von ihm weg? Ja. Weißt du, Susanne, dass ich dich da nur bestärken kann? Ja. Vielleicht ändert er sich ja, das wäre auch gut, aber so, wie du es jetzt geschildert hast, ist eure Zeit, die ist vorbei. Und du hast recht, er hat so viele Jahre Zeit gehabt, sich zu verändern. Wenn das jetzt vielleicht mal ein halbes Jahr so gelaufen wäre, könnte man auch sagen, naja, komm, vielleicht. Aber sechs Jahre letztendlich, das hat er zu verantworten, dass eure Liebe kaputt gegangen ist. Ja. Du warst viel zu lange geduldig mit ihm, finde ich. Aber gut, dass du jetzt die Notbremse gezogen hast und weg bist. Ja, mein Problem war halt nur, dass er immer jetzt auch mich trotzdem irgendwie belästigt und trotzdem mich nicht meine Ruhe gibt. Also ich habe am Anfang, habe ich ihm manchmal gesagt, er sollte mich doch zumindest jetzt vorübergehend ganz in Ruhe lassen. Find ich oder auch. Mal mit Telefongesprächen. Ich bin auch nicht so jemand, der so knallhart ist, der jetzt sagen kann, hör mal zu, das und das und auf Wiedersehen, ich will nichts mehr von dir wissen. Nein, aber das finde ich ja einen richtigen Ansatz, den du sagst. Vorübergehend, lass mich vorübergehend bitte erstmal ganz in Ruhe. Ja, ich brauche einfach die Zeit auch, um mich ein bisschen zu sortieren und zu mir zu kommen. Bloß das sind halt die Sachen, die er dann überhaupt nicht akzeptiert hat. Und wenn ich ein bisschen anders wurde gegenüber zu ihm, dann hat er dann angefangen zu drohen, sich selbst umzubringen und solche Dinge. Lass dich da mal nicht, weißt du, das ist wieder ein neues Mittel, dich unter Druck zu setzen. Ja. Das ist der nächste Psychoterror. Das ist immer das Allerschlimmste. Da kann ich überhaupt nicht drauf, wenn ich das höre, dass jemand dann sich droht umzubringen. Na toll. Wenn es nicht so ein schlimmer Satz wäre, würde man sagen, na dann mach es doch. Das sagt man natürlich nicht. Das meine ich jetzt auch nicht ernst, aber mich macht es immer wütend, wenn ich sowas höre, ne? Weil so geht man nicht mit Menschen um. Das ist die letzte. So, wenn er jetzt so darauf reagiert, dann musst du wirklich noch eine Nummer härter werden, Susanne. Ich meine, du hast ja schon jetzt gute Härte gezeigt und bist weg von ihm. Ja. Lass dich auch nicht mehr auf ein Telefongespräch ein. Mach erst mal dicht.
Die Sache muss erstmal zur Ruhe kommen. Du musst erstmal zur Ruhe kommen. Ja, hoffen wir für ihn, dass er daraus lernt und dass er die nächste Frau besser behandelt. Hoffen wir das. Ja. Dass er wirklich ein bisschen daraus profitiert. Aber jetzt geht es nicht um ihn, sondern um dich. Ja. Du musst weg. Hast du denn eine Perspektive jetzt, dass du dein Leben auch aufbauen kannst? Hast du einen Beruf oder? Also ich konnte ja in den ganzen Jahren nicht wirklich arbeiten. Ich habe leider auch meine Lehre abgebrochen in der Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe. Auch ein bisschen mehr auf Druck von ihm irgendwie ist das alles. Ja, wollte ich gerade fragen. Das heißt, das hat er auch noch zu verantworten, dass du deine Lehre nicht zu Ende gemacht hast. Eigentlich schon. Also er hat mich nicht bedrängt und gesagt, komm, mach es weiter und so, sondern es war eigentlich für ihn ganz gut und gemütlich, dass er dann mich dann nur für sich hatte. Gibt es eigentlich Kinder? Nein. Gott sei Dank nicht. Hast du eine Möglichkeit, irgendwo zu arbeiten? Also ich habe jetzt nichts, in den 9 Wochen hatte ich ja auch wirklich nicht diese Ruhe, weil er mir keine gegeben hat, um mich jetzt ganz normal zu konzentrieren auf irgendeine bestimmte Sache. Aber das ist jetzt der nächste Schritt, den du angehen musst. Ja. Ne? Je nachdem, du bist ja erst 26, vielleicht kannst du ja eine Lehre doch nochmal nachmachen. Ja, also ich bin wirklich am Überlegen und ich habe eigentlich auch Lust, dass ich vielleicht die Schule nochmal weitermache, weil mein Abschluss auch nicht so ganz gut ist. Und Susanne, mach so weiter. Ich glaube, dass du wirkst zwar noch sehr angeschlagen und sehr müde und aufgrund der Verletzungen wahrscheinlich, die dir angetan werden, aber du bist auf einem guten Weg. Du hast schon mal diesen Schritt gemacht, du hast durchgehalten 9 Wochen und du guckst nach vorne. Das ist schon die halbe Miete, was du immer, wie du im Moment drauf bist. Lass dich nicht irritieren. Ja. Mach jetzt dein Ding. Halt dir, ich sag's jetzt auch mal bewusst böse, halt dir den Typ erstmal von der Backe. Ja. Sei ganz für dich und ordne du dein Leben. So. Und ich möchte gerne, dass du, weil ich ja merke, dass du schon noch ein bisschen labil und angeschlagen bist, noch, dass du mit meiner Psychologin ein paar Worte redest. Ja, das wäre ganz lieb, ja. Heute Nacht ist Elke hier und dann kannst du in Ruhe auch noch ein bisschen beraten, vielleicht auch, wie man dir vielleicht noch ein bisschen helfen kann und wo du dir Unterstützung holen kannst. Ja, das wäre nett. Ja? Ja. Liebe Susanne, ich drücke dir die Daumen für jetzt den neuen Lebensabschnitt, der ansteht. Ja, ich danke dir. Und deine Sendung ist echt gut. Ich wollte eigentlich schon immer anrufen in der Zeit, wo ich noch zu Hause war. Ja. Da fehlten mir auch dann die Möglichkeiten. Ja, natürlich, Wenn er da war oder so. Aber das hat mir wirklich manchmal geholfen. Das freut mich. Du legst das bitte auf und Elke ruft dich zurück. Okay. Alles Gute, tschüss. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, hier ist Radio 1 Live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 50 50, Faxnummer 0800 220 50 51 oder mailen unter domian@wdr.de, freie Themennacht. Heute Nacht. Hier ist Nicole und Nicole ist 18 Jahre alt. Hallo Nicole. Hallo. Hallo. Nicole, um was geht's bei dir? Ja, also mein Freund hat sich von mir getrennt und ich habe halt versucht, mich umzubringen. Und da habe ich auch gerade schon böse Worte gesagt, ne, zu dem Thema. Ja, ich weiß, ich habe ja niemanden damit gedroht. Sag mir mal erstmal so die Grundfakten. Wie lange warst du mit ihm zusammen? Ja, das weiß nicht, wie lange, wir waren zwar nur 3 Monate zusammen. 3 Monate? Mhm. Aber ich habe mich halt so da reingesteift in diese Beziehung und das war nicht richtig von mir, weil er mir auch halt immer vorgespielt hat, dass er mich liebt und dass er mit mir zusammen sein will. Er hat immer gesagt, du bist meine Frau und bleibst du auch und so. Wie alt ist er? Er ist 2 Jahre älter. 20. Und wieso ist es dann zu dem Schluss gekommen? Ja, das verstehe ich ja eben auch überhaupt nicht. Wir haben uns überhaupt nicht gestritten oder so, sondern er hat nur von einem Tag auf den anderen gesagt, dass er halt seine Freiheiten braucht und dass er mich nicht verletzen will. Er meint, er würde mich immer nur verletzen und das will er nicht mehr. Und er weiß halt nicht, ob er mir versprechen kann, dass ich ihn nicht irgendwann mal mit einem anderen im Bett erwische. Mhm. Und er hat irgendwie Angst, sich zu binden oder so. Mhm. Was ja eigentlich, wenn es so ist, korrekt ist, dass er so gemacht hat. Dass er dich nicht halt so als Frau gehalten hat, sag ich mal, und nebenher sein Leben gelebt hat. Sondern dass er ehrlich sagt, ich kann das nicht und das ist, war dann wahrscheinlich sehr schmerzhaft für dich, aber korrekt war es schon, wenn er so empfindet, finde ich. Ja, aber dann muss man doch von Anfang an so empfunden haben. Er hat ja vorher mal gesagt, wir würden ewig zusammenbleiben und von Kindern geredet und von Zusammenziehen nach so kurzer Zeit. Ja, das ist natürlich ziemlich bescheuert, wenn man das tut. Und das sollte man auch nie tun, auch nicht wenn man frisch verliebt ist, sollte man erstmal da den Mund halten. Aber da gehen schon mal so die Hormone mit einem durch und dann redet man und redet. Erzähl aber mal, was du dann gemacht hast danach, nachdem er Schluss gemacht hat. Ja, also erstmal, ich habe wirklich nur geweint 2 Tage erstmal. Auf der Arbeit haben sie mich auch nach Hause geschickt. Ich bin nicht in die Schule gegangen, also ich mache Abitur und nebenbei arbeite ich. Mhm.
Und ja, dann habe ich schon an dem zweiten Tag, er hat halt gesagt, er will eine Pause und er will sich weiter melden bei mir und er will mich auch weiter sehen. Und irgendwie habe ich wohl erwartet, dass er sofort am nächsten Tag sich meldet. Mhm. Als er das dann nicht gemacht hat, dann da habe ich das erste Mal halt bei mir zu Hause gesessen und habe mir als Messer an die Adern gehalten, aber dann habe ich angefangen zu weinen, hatte ich nicht den Mut dazu, habe ich mir nur in die Arme so leicht geritzt, also es hat aber nicht geblutet. Mhm. Und dann am nächsten Tag habe ich mit meiner Freundin einen so ein bisschen über den Durst getrunken. Mhm. Und das Problem war, sie hatte auch Beziehungsprobleme und dann haben wir uns gegenseitig irgendwie voll, ich weiß nicht, wir waren beide voll depressiv auf einmal und dann hat sie halt ihren Freund angerufen und ihre Freund hat sofort gesagt, komm jetzt hier hin und so und dann habe ich meinen Freund angerufen und er hat überhaupt nicht reagiert und dann bin ich halt zu ihm gefahren, betrunken. Mhm. Und ich wollte ihn unbedingt sehen und dann hat er mich nur abgewiesen und meinte, ich würde alles noch schlimmer machen und er bräuchte doch seine Zeit, warum ich jetzt unbedingt hinkommen müsste. Ja. Und dann hat er mir Geld gegeben für ein Taxi, das habe ich aber nicht genommen. Ich bin dann gefahren, nach Hause allerdings auch. Mit dem Auto? Mit dem Auto? Ja, mit dem Auto. Besoffen? Ja. Puh. Und dann saß ich zu Hause und ich war total fertig, waren wir nur am Heulen, total hysterisch und so. Und meine Eltern waren weg an dem Abend, mein Bruder auch. Und dann saß ich wieder in der Küche und habe ich mir wieder in die Arme geschnitten, aber ich war richtig halt. Richtig, das ist richtig geblutet halt. Ja, aber mein Bruder kam aber auch ein paar Minuten später und der hat das dann gesehen und der hat mich sofort angeschrien und gesagt, was machst du hier für einen Scheiß? Und er hat gesagt, ich soll nochmal daran denken, was ich ihm auch damit antue und dass das alles nichts bringt und so. Und okay, dann habe ich es halt weggelegt, ist ja klar. Und meine Mutter kam auch ein paar Minuten später rein. Und war das denn noch so, dass oder musste man dich ins Krankenhaus bringen oder ging das noch? Nee, das ging noch. Ich konnte abbinden und pflastern und so, das ging noch. Wie alt ist dein Bruder? Weiß noch nicht. Der ist auch 2 Jahre älter als ich. Ja, ja. So, jetzt sind aber 3 Monate. Wie lange ist das alles her jetzt? 5 Tage. Seit 5 Tagen esse ich auch schon die ganze Zeit nichts mehr. Wirklich gar nicht. Weiß er davon, was du da noch gemacht hast? Hast du dich in diesen 3 Tagen bei ihm nochmal gemeldet? Nee, also das ist alles noch ganz frisch, ne? Ja. 3 Monate zusammen, das Ganze jetzt ganz frisch passiert. Nicole, Mensch, weißt du, dass wir alle, glaube ich, alle Menschen, die jetzt, oder sagen wir mal 99% der Menschen, die jetzt zuhören, meine Person eingeschlossen, dass wir alle schon wie Hund gelitten haben vor Liebeskummer. Wirklich. Dass ich die Wände hochgegangen bin vor Seelenschmerz. Aber das ist keine Lösung, das bringt nichts. Das bringt nichts. Und du tust dann, ich finde sehr richtig, was dein Bruder gesagt hat, was tust du deinem Bruder, deiner Familie an? Du bist 18 Jahre, jetzt kommt ein ganz blöder Spruch von Älteren. Ich weiß schon, dass du jetzt erstmal abwinkst, aber ich sag's trotzdem. Ich sag's deshalb, weil es stimmt. Du bist 18 Jahre alt. Weißt du, was ich jetzt sagen würde? Du bist 18 Jahre alt. Ich verwette meine Seele, dass du in einer absehbaren Zeit von gar nicht so langer Zeit, ich weiß, das will keine Zahlen nennen, dich wieder in einen guten Typ verlieben wirst. Und dann ist dieser hier vergessen. Nee, daran glaube ich ja eben nicht mehr. Das glaube ich aber für dich mit dran. So, jetzt, ich nehme sehr ernst, dass du den sehr liebst. Das glaube ich dir. Sonst ist man nicht so drauf. Aber jetzt bitte ich dich, dir richtig vor Augen zu halten, was mit ihm los ist. Der liebt dich nicht so, wie du ihn liebst. Dann hätte der sich nicht von dir getrennt und hätte das alles nicht so gesagt. Der findet dich wahrscheinlich ganz nett. Der hat damals ein paar Sachen gesagt. Ja, ist aber jetzt Schnee von gestern. Entscheidend ist, was er jetzt in der letzten Zeit gesagt hat. Und das heißt, er liebt dich nicht so sehr. Und das musst du dir immer und immer wieder ins Gehirn reinbohren, selbst. Wenn du an die schönen Ausdrücke denkst, was er da vor ein paar Monaten zu dir gesagt hat. Jetzt ist wichtig, der liebt dich nicht. Der liebt dich nicht. Und zu einer guten Liebe gehören 2, zu einer richtigen Liebe gehören 2 Leute. Jetzt hast du Schmerzen, das ist auch normal. Die musst du einfach aushalten. Da gibt's keine Lösung für. Muss man immer durch. Und jeder Tag, den du schaffst, es auszuhalten, ist immer ein kleiner Sieg für dich. Bist du denn bescheuert, dein Leben mit 18 Jahren wegzuschmeißen wegen einem Kerl, den du erst 3 Monate kennst? 3 Monate ist doch ein Fliegenschiss, ist das, Nicole. Ja, ist ja nicht nur auch wegen ihm. Es ist ja, weil ich immer irgendwie von vielen Menschen enttäuscht werde. Und ich weiß nicht, ich habe oft irgendwie einfach Angst vor meinem Leben. Einfach Angst, was ist denn nächstes Jahr? Was passiert? Und
Weißt du, was das Traurige ist? Dass es dagegen keine Versicherung gibt. Dass man immer damit rechnen muss, immer wieder im Leben enttäuscht zu werden. Das ist halt so. In jeder Beziehung, in der Liebe, im Beruf, Familie, Freundschaften auch. Damit muss man leben. Und man kann nur hoffen und viel dafür tun, dass man halt ab und zu in Lebensphasen kommt, wo alles gut ist. Aber manchmal ist es nicht so. Das ist es. Du machst Abitur gerade, sagst du. Du willst Abitur machen. Bitte? Du willst ja. Abitur machen. Ja, genau. Aber das sieht jetzt auch richtig blöd aus, weil ein paar Wochen sind schon die Prüfungen und ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Ich bin nicht mehr zur Schule gegangen. Siehst du? Hier sind wir beim nächsten Thema. Ja. Was sind denn deine beruflichen Wünsche? Ich würde gerne studieren und dann Grundschullehrerin werden. Ist ein Traum von dir? Ja. Aha. Du gefährdest im Moment die Realisierung dieses Traums, ist dir klar, ne? Oder erschwerst die Realisierung. Wenn du jetzt nicht auf die Zähne beißt, verdammt nochmal, und dein Abi nicht durchziehst, hast du so viele Probleme am Hals, das ist es nicht wert, Nicole. Versuch jetzt die Disziplin hinzukriegen, dass du zumindest, denk einfach nicht dran. Knall dich zu mit Lernen. Ich weiß, wie schwer das ist, aber es geht. Glaube mir, es geht. Du kannst nach dem Abitur kannst du noch mal richtig die Wunden lecken und traurig sein. Aber jetzt musst du das Abitur erstmal schaffen. Ja, ist nicht so leicht. Ja, weiß ich. Leicht ist es nicht. Aber es ist möglich. Und auch du schaffst das. Der will im Moment nichts mit dir zu tun haben, Nicole. Doch, er ruft mich ja trotzdem an und ich bin da. Ja, aber nicht als. Ja, der will dich aber nicht als Freundin, als Geliebte haben. Der ist nicht groß in dich verliebt. Ich würde dir auch Folgendes raten, damit es den Schmerz nicht so immer wieder, die Wunden immer wieder aufreißt. Nicht mit ihm telefonieren. Kein Kontakt. Absolut eine Grenze ziehen. Abwarten. Dich erstmal ein bisschen beruhigen. Weil immer, wenn du jetzt mit ihm telefonierst, gerätst du wieder in Traurigkeit. Und jedes Mal, wenn du seine Stimme hörst, dann ja, bist du wieder geknickt und am Boden. Hm? Ja, das stimmt. Also die beste Therapie ist dann erstmal nichts von dem geliebten Menschen, in dem man verknallt ist, sehen. Und das zweite ist, halt dir vor Augen, dass er dich nicht liebt im Moment. Und denk nicht immer an die schönen Sachen, die du erlebt hast mit ihm, sondern denk jetzt ans Abi. Hm. Ist schwer. Ja. Ja, ist schwer. Aber es gibt sonst keine andere Lösung, Nicole. Ja. Und diesen ganzen Quatsch mit Selbstmord und so, den wollen wir uns mal schön aus dem Kopf schlagen. Ne? Weißt du, was ich glaube? Irgendwann wirst du da sitzen und wirst irgendjemandem erzählen, stell dir mal vor, da habe ich damals sogar im Radio angerufen. Ich war da so fertig. Und jetzt habe ich den super tollen Mann und konnte mir das damals überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß, dass es so kommt, Nicole, ich weiß es. So, meine Liebe. Möchtest du denn auch nochmal mit meiner Psychologin sprechen? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Nee, glaube ich auch. Das schaffst du alleine. Hm. Ne? So, ich drücke die Daumen. Ja, okay, danke. Und sag toll, toll, toll. Tschüss, Nicole. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Marcel, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Marcel. Und was geht's bei dir? Meine Freundin. Ich glaube, meine Freundin ist schwanger. Mhm. Du glaubst? Bitte? Du glaubst? Ich glaube, ja. Sie weiß es auch selbst nicht hundertprozentig. Du bist sehr leise übrigens. Das baut sich immer so ein bisschen allmählich erst auf. Ach so. Ja, jedenfalls weiß sie selber noch nicht so genau, ob sie schwanger ist oder nicht. Und wie kommt ihr oder sie dann auf die Idee? Sie hat mir ein paar Symptome genannt. Sie meint, sie wäre krank in letzter Zeit, so die letzten anderthalb Monate. Mhm. Und hat mir dann auch Symptome genannt, wie zum Beispiel, dass die Regel ausgeblieben ist die letzten zwei Monate. Mhm. Und dass sie starke Bauchschmerzen hat, Übelkeit, öfter mal erbricht. Ja. Da habe ich dann direkt mal gesagt, hier Mädchen, geh mal bitte zum Arzt für mich. Ja. Und da sagt direkt, nee, das geht nicht. Meine Freundin ist übrigens 16. Ja. Sie sagte dann direkt, nee, das geht nicht. Ich habe Angst vor meinen Eltern. Ja. Weil die würden das dann ja unweigerlich mitkriegen. Ja. Ja. Und Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt ungefähr zwei Monate zusammen. Erst zwei Monate? Mhm. Mhm. Ja, das Kind kann auch nicht von mir sein. Ich hatte noch keinen Geschlechtsverkehr mit ihr. Ach, das kann gar nicht von dir sein. Nee, das müsste dann aus einer anderen Beziehung noch sein, aus einer älteren.
Ja, aus den Eltern ist gut. Aus der genau die vor ja, dir. Ja, genau. Kennst du ihn, mit dem sie zusammen war? Nein, kenne ich nicht. Nee, das Problem ist auch, wir leben in einer Fernbeziehung. Sie lebt in der Nähe von Potsdam und ich in Köln. Oh ja, das ist weit weg. Das ist ja, vor allen Dingen in eurem Alter ist das weit weg, wo sie dann noch nicht so allein ist. Sie kann nicht Auto fahren oder... Das stimmt, ja. Zwischengefragt, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Wo kennengelernt? Wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt und zwar wohnt ihre Oma bei mir in der Nähe. Ja. Und da war sie bei mir an der Schule damals. Ja. Und da haben wir uns kennengelernt durch Zufall. Ach so. Ja, dann haben wir uns erstmal ein Jahr gut verstanden und dann haben wir uns gedacht, ja, könnte man doch mal eine Beziehung anfangen. Ja, aber die ist ja nur wirklich kompliziert. Die ist sehr kompliziert. Sehr viele, 600 Kilometer ja, ungefähr, ne? Ja, 600, 650. Ja. Wie oft seht ihr, habt ihr euch denn überhaupt denn in diesen 2 Monaten gesehen? Ja, einmal. Einmal? Und daher auch keinen Sex bisher? Genau. Das heißt, ihr telefoniert viel? Wir telefonieren viel, ja, jede Woche ungefähr 2 Stunden. Mhm. Also ist jetzt auch nicht die Menge, aber... Aber du würdest schon sagen, dass du, obwohl das alles kompliziert ist und fern und so, dass du verliebt bist? Ja, das auf jeden Fall. Und gibt es denn da eine Perspektive, dass du sagst, okay, ich gehe irgendwann mal vielleicht nach Berlin oder Potsdam? Ja, genau. Und zwar mache ich im Moment meine Ausbildung zum Tontechniker in Köln. Ach. Und in 1,5 Jahren wäre ich in Köln fertig und dann müsste ich zum Bachelor nach Berlin ziehen. Und das ist ja dann wieder ziemlich in der Nähe. Zu wem ziehen? Nach Berlin. Nach Berlin ziehen. Ja. So, aber zurück zum Problem. Sie ist vielleicht schwanger. Vielleicht schwanger, genau. So, jetzt abgesehen davon, dass es natürlich im Albern ist, zu sagen, ich traue mich nicht zum Arzt zu gehen, traue es meinen Eltern nicht zu sagen. Dieses Problem löst sich ja insofern von alleine, weil irgendwann sieht man es. Richtig, ne? Das stimmt. Das habe ich ihr auch gesagt. Also irgendwann kommt es auf jeden Fall raus. Also geh doch bitte zum Arzt noch. Ja, aber sie muss doch die Eltern erstmal gar nicht einweihen. Sie kann doch alleine zum Arzt gehen. Ja, aber dadurch, dass sie zum Arzt geht, müssten die Eltern ja dann eigentlich auch mitkriegen, da sie noch minderjährig ist. Nee, sie ist 16 Jahre alt. Der Arzt unterliegt der Schweigepflicht. Die kriegen unter Umständen mit, dass sie zum Frauenarzt gegangen ist. Mhm. Aber der Arzt ruft dann nicht gleich an. Sie ist nicht 14 oder 13. Sie ist eine 16-jährige junge Frau. Mhm. Der Arzt ruft nicht an, hier ihre Tochter ist schwanger. Vor allen Dingen, wenn sie sagt, ich möchte das erstmal nicht. Mhm. Ganz definitiv. Das kennen wir ja beide noch nicht, das Problem. Deswegen wussten wir ja da jetzt auch nicht, ja, ob der Arzt dann... Nein. Aber jetzt zu dir, nehmen wir mal an, das wäre so, dass sie schwanger ist und eben von jemand anderem. Wie wäre denn das für dich, wo ihr mal gerade anfangt, eure Beziehung aufzubauen? Die ist ja noch in den ganz zarten Anfängen. Ja, generell hätte ich da eigentlich kein Problem mit. Mhm. Also ich könnte damit leben. Ich sag mal, es sieht finanziell nicht gut aus, bei beiden nicht. Das ist ja erstmal das erste Problem. Mhm. Aber an sich mit dem Kind leben ist kein Problem, auch wenn es von einem anderen ist. Warum nicht? Kann man genauso lieben wie sein eigenes. Ja, finde ich eine tolle Einstellung. Hat nicht jeder. Deswegen frage ich das auch so. Ich finde es toll, wenn du so siehst. Sagt sie denn, dass das wirklich alles auch sein kann? Das heißt, hatte sie ungeschützten Geschlechtsverkehr? Sie hatte vor 3 Monaten ungeschützten Verkehr, ja. Ah ja. Mhm. Ja, Marcel, also... dann wirke auf sie ein, dass sie so schnell wie möglich zu einem Frauenarzt geht. So schnell wie möglich. Und wenn sie schwanger ist, dass sie sich so schnell wie möglich dann auch beraten lässt. Was nun zu tun ist, dass sie zu einer Beratungsstelle geht. Ich meine, das ist ja völlig albern. Sie kann das ja nicht, indem sie abwartet, löst sich das Problem nicht. Sondern, das stimmt. Also, nee, aber ich glaube, ich habe auch den Verdacht, dass ihr Vater sie schlägt. Mhm. Und sie hat auch, ich habe gestern zum letzten Mal mit ihr telefoniert, mhm. gegen 16 Uhr, und da hat sie mir auch erzählt, dass er sich vorgestern versucht hat, das Leben zu nehmen. Mhm. Und das wäre dann natürlich sehr fatal, wenn sie wirklich im Moment schwanger ist. Ja, das wäre auch fatal, wenn sie nicht schwanger wäre, wenn sie sich das Leben nehmen würde. Das ist natürlich sowieso klar, aber das wäre ja dann so gesehen ein Doppelmord. Also, Marcel, das Allerwichtigste ist, dass das Mädel in eine Beratung kommt. Ich finde jetzt beides wichtig, Arzt und eine Beratungsstelle. Und sie wird einen Gynäkologen da in ihrer Gegend haben, wo sie hingehen kann. Und von da aus wird sie auch weitere dann Anlaufstellen und Adressen bekommen. Aber wirke auf sie ein, dass sie da hingeht. Und sag ihr, dass sie da keine Angst haben muss. Der sagt nichts. Da kann sie erstmal hingehen und erstmal alles abklären. Das ist doch für sie auch wichtig, zu wissen, was los ist. Ne? Ja, klar. Weil sie sich ja sonst jetzt so im Kopf macht und so wahrscheinlich immer verrückter wird, was tue ich, und immer mehr Angst kriegt. Und wenn die familiäre Situation auch noch schlimm ist, Nein, sie muss was unternehmen. Sag ihr das so. Jo. Ja? Mhm. Marcel. Gut. Okay, danke. Alles Gute, Marcel. Jo, danke. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss.
Maike, 53 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Ja, hallo Jürgen. Ja, hallo Maike. Ich bin nicht 53, ich bin 38. Ach, du lieber Himmel. Hier, weißt du, was hier steht? Hier steht doch nicht 53. Soll ich dir mal sagen, was hier steht? Fällst du vom Stuhl. Hier steht 58. Oh, oh. Ja, also aber 38, ne? 38, 38, ja. Ist ja ein junges Ding. Ja. Ja, also Maike, um was geht's denn? Ich bin seit fast 4 Jahren verheiratet und habe bis vor 2 Monaten eine Affäre gehabt. Während der ganzen 4 Jahre? Bis vor 2 Monaten? Nein, diese Affäre ging 4 Monate lang. Ach so. 4 Monate, ja. Ja, die ging bis Mitte Januar. Ja, also im vorigen Jahr kann man sagen, war die Affäre. Genau. Mhm. Mit wem? Keine Namen, ich meine so Bekannter, Kollege? Kollege. Arbeitskollege? Ja, von meinem Mann. Ach, von dem Mann auch noch? Ja. Und weiter? Ja, und dann hat er Schluss gemacht. Die Affäre? Ja. Mhm. Und war dann aber nochmal bei uns gewesen und da hatte ich meinem Mann das gebeichtet in seinem Beisein. In seinem Beisein. Ja, da sagte mein Mann nur, wenn du das noch einmal machst, dann gehe ich. Mhm. Ja. Nur mein Problem ist, Jürgen, dieser Mann, der fährt tagtäglich bei uns hier an der Haustür vorbei, fährt auf dem Hof und hupt. Wie fährt auf dem Hof und hupt? Ja. Der fährt bei euch auf den Hof und hupt? Ja. Und fährt wieder weg dann? Ja. Das ist so einer. Ja. Gib dann Gas und weg ist er. Soll das jetzt ein netter Gruß sein oder will er dich damit ärgern oder was? Ich gehe davon aus, dass er mich damit ärgern will. Und er denkt nicht, dass zufällig dein Mann auch zu Hause sein könnte? Er weiß das, dass mein Mann nicht da ist. Das weiß er. Ja. Was sind das denn für Kindereien? Wie alt ist denn der? Tja, der ist 28. Hm. Ja, gut. Für mich ist es aber jetzt entscheidend, was du willst und was du fühlst. Was willst du? Ich wollte sogar wegen diesem Mann meinen Mann verlassen. Das heißt, du bist schon verknallt in den? Ja. Ja, immer noch? Immer noch. Mhm. Diese Trennung von dem Geliebten, wie kam die eigentlich zustande? Er war hier gewesen und hat mir zugesagt, das geht nicht mehr so weiter. Er könnte meinem Mann nicht mehr in die Augen gucken. Ach so, es ging also ganz, ganz eindeutig von ihm aus. Ja. Mhm. Und welches Verhältnis haben jetzt die beiden Männer miteinander? Sind die jetzt Spinnefeind oder hat sich das wieder eingerenkt? Nee, die sind Feinde. Feinde. Ja. Obwohl sie Arbeitskollegen sind? Ja. Mhm. Ist er denn der Geliebte auch in einer Beziehung? Nein. Nee. So, aber du bist verliebt in den. Du bist so verliebt, dass du sogar überlegt hast, deinen Mann zu verlassen, mit dem du 4 Jahre zusammen bist. Ja, genau. Habt ihr Kinder? Nein. So, und jetzt? Tja, ich werde da einfach nicht mit klar. Ich meine, ich liebe meinen Mann auch noch, aber ich werde da irgendwo nicht mit klar. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, er hat Schluss gemacht. Er hat gesagt, ich kann das nicht mal, auch deinem Mann gegenüber nicht. Wieso kommt er auf den Hof und hupt? Tja, das frage ich mich auch. Ihr habt danach dann gar keinen Kontakt mehr gehabt, du und er und der Lover? Nein. Mhm. Und er kommt immer, das ist ja fast schon comicreif, er kommt auf den Hof gesaust, hupt einmal und fällt wieder weg. Ja, genau. Einmal am Tag? Ja. Mhm. Man sollte ja erstmal meinen, dass das mit der Liebe bei ihm nicht so dolle ist, wenn er das von sich aus beendet hat. Ich gehe davon aus, dass er mich nur ins Bett haben wollte. Ja, könnte sein. Das mit dem Hupen kommen, verstehe ich jetzt nicht so, was das soll, aber vielleicht sollten wir es gar nicht mehr so hoch bewerten. Vielleicht warst du eine reine Bettgeschichte für den. Mhm. Und wenn du das selbst so sagst, dann nehme ich das schon sehr ernst, denn du wirst es auch gespürt haben. Ja, doch. Mhm. Wie ist denn jetzt die Situation in der Ehe, Maike? Ist das nicht alles irritiert? Ist das Vertrauen nicht? Das Vertrauen ist irgendwie angerissen? Ja, das Vertrauen ist natürlich gebrochen, ne? Mhm. Wie verkehrt ihr miteinander? Ist es sehr angespannt alles? Redet ihr? Wir haben über alles geredet und ja, mein Mann tut so, als wenn nichts gewesen ist. Ich kann auch nicht mit ihm darüber reden. Mhm. Warum nicht? Er möchte nichts damit mehr zu tun haben. Ach so. Schlaft ihr miteinander noch?
Ja. Und ist das für dich schön, wenn ihr miteinander schlaft? Ja, ich muss dazu sagen, Jürgen, wenn ich mit meinem Mann in der Stellung, mit dem ich mit dem Lover geschlafen habe, dann kommt mir das alles wieder hoch. Dann denkst du daran. Ja. Ja. Du liebst deinen Mann irgendwie auch noch, sagst du? Ja. Aber ich meine, ist ja schon hart, wenn man überlegt hat, sich von ihm zu trennen, dann ist das ja schon... Ist ja eigentlich schon eine klare Entscheidung innerlich. Ne? Ja, dieser Mann, der hat auch gesagt, also mein Mann würde ihn gar nicht interessieren, aber die Arbeitsstelle. Ach so, weil das da zu viele Komplikationen gibt. Ja. Also, Maike, wir können jetzt nicht in ihn reingucken, aber wenn du als Beteiligte, als Hauptbeteiligte schon sagst, ich habe den Eindruck, das war nur eine Bettgeschichte, mir hast du die Fakten erzählt. Ich glaube, wenn man wirklich groß in jemanden verliebt ist, dann ist das mit der Arbeit auch egal und regelt man das irgendwie. Was heißt das? Das heißt, dass du ihn dir wirklich aus dem Kopf schlagen musst. Ja. Aber mit aller Kraft, die dir mit deinen 38 lebenserfahrenen Jahren zur Verfügung stehen. Nur das Problem ist dabei, Jürgen, wenn ich mit meinem Mann zu dieser Arbeit hinfahre, dann und ich sehe ihn. Ja, dann fährst du da eben nicht mit hin erstmal. Musst du da mit hinfahren? Nein. Ja, also geh ihm aus dem Weg. Dann würde ich mal einmal nochmal einen Anruf starten, was das soll mit der Huperei. Weil das ja nun vollkommen albern ist. Und dann ist erstmal Schluss. Das ist genauso, was ich für mit Nicole besprochen habe, der 18-Jährigen. Ja. Dir bleibt gar nichts anderes übrig, als auf Distanz zu gehen, gegen dein Gefühl anzugehen, dass du noch für ihn hast. Es wird nicht erwidert, also was willst du machen? Das Ganze ist ja auch noch relativ frisch und du sieh zu, wenn dir die Ehe und dein Mann dir doch noch was wert ist, dass du doch wieder ein bisschen Leben in die Ehe reinbringst. Und mehr kann man da gar nicht machen und sagen. Das Problem ist, er ruft auch ständig bei mir an. Ich meine, er ruft nicht an, habe ich es falsch verstanden? Ja, er ruft auch an. Bei dir? Ja. Und was sagt er dann? Und ich sage dann einfach ja und dann legt er einfach wieder auf. Ach ja, weißt du, das sind doch wirklich vorpubertäre Spielereien. Ja. Dann rufst du ihn jetzt einmal an, sagst was mal auf, so und so. Es ist jetzt Schluss, lass mich bitte in Ruhe. Komm nicht mehr hupen auf den Hof. Und wir beenden das Ganze. So muss es machen, Mike. Wenn das so einfach wäre. Das ist erstmal so einfach. Viel schwieriger ist das, das emotional auf die Reihe zu kriegen. Das ist mir schon klar. Aber somit macht ihr und machst du es dir ja immer wieder schwer, wenn du nicht so eine klare Entscheidung triffst. Du kriegst den offensichtlich nicht zurück. Der will dich nicht. Oder hast du die Hoffnung noch? Er sagte auch, wenn ich ich habe etwas Übergewicht und wenn ich in einem halben Jahr 10 bis 20 Kilo abgenommen habe, dann würde das mit uns auch beide klappen. Ach, Maike, das ist ja auch wieder gemein. Also, ja. Also das ist doch alles, komm, vergiss den, vielleicht findet er dich dann sexuell wieder attraktiver, aber so eine Milchmädchenrechnung da aufzumachen, nee, vergiss ihn. Geh auf Distanz zu dem und bestimme, dass es gar keinen Kontakt mehr gibt zwischen euch beiden. Das ist das Allerwichtigste. Ja, okay. Gut. Ja, okay. Toi, 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 Maike. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Stefan, 19. Hallo, Domian. Hallo, Stefan. Ich wollte noch einmal kurz zu meiner Voranruferin sagen, wenn ihr jemand sagt, sie soll vielleicht erst 20 Kilo abnehmen, dann soll sie es auch vergessen. So, das ist ein gutes Wort, finde ich auch. Ja, also, das ist meine Meinung. Ja, das ist eine gute Meinung, finde ich, genau, sehe ich genau wie du. Ja. Weswegen hast du angerufen? Ja, meine Freundin ist der Grund. Mhm. Und zwar, ich bin jetzt seit über 2 Jahren mit dir zusammen, 2,5 Jahren. Ja. Also ich bin heute 19 geworden, ich habe gerade reingefeiert. Hey, hab ich auch mal. Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke schön. Wie, jetzt gerade Geburtstag? Seit 2 Stunden? Ja, jetzt wow. Sind gerade alle gegangen, weil ich habe hier reingefeiert und deswegen habe ich auch mal die Gelegenheit beim Shop gegriffen, dich anzurufen. Ich gratuliere herzlich. Ja, danke. Ja, super. Ja, jedenfalls, mein Thema ist etwas ernster. Ja.
Und zwar, meine Freundin hat mir neulich gesagt, dass sie halt mal sexuelle Erfahrungen mit jemand anderem sammeln möchte. Ja. Und zwar mit jemand Weiblichem. Mhm. Also, dass sie, ich dachte bis jetzt, sie wäre sehr heterosexuell. Ja. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Also, sie möchte mit einem Mädchen halt mal sexuelle Erfahrungen sammeln. Ja. Und da habe ich was dagegen. Ja. Wie kommt das? Hat sie so eine, hat sie viele Fantasien diesbezüglich? Hast du sie da mal ein bisschen gefragt? Und seit wann hat sie das? Ja, sie hat mir halt mal von ein paar Träumen so erzählt, in dem auch Mädchen vorkommen, aber das habe ich dann nicht ernst genommen halt. Mhm. Das habe ich jetzt, aber jetzt hat sie mir das wirklich ernst gesagt. Wie alt ist sie eigentlich? Sie ist genauso alt wie ich, sie ist 19, also zwei Monate alt halt. Ja, ja. Wie stellt sie sich das denn vor? Ich möchte auch mal Erfahrungen mit einem Mädchen machen. Wie, hat sie da jemand Bestimmtes im Visier, oder? Genau das ist es, was ich nicht weiß, ob sie da jetzt schon jemanden Konkreten hat oder ob sie einfach mal so auf die Suche gehen will. Mhm. Wann hat sie dir das gesagt? Das war vorgestern. Ach so, auch ganz neu. Ja, ganz neu. Also ich hatte da noch nicht mal Verdacht geschöpft oder so. Das hat sie mir, also wir haben wirklich ein enges Verhältnis, sag ich mal. Mhm. Also wir reden auch viel miteinander, aber davon hat sie mir bis jetzt noch nicht. Hast du denn den Eindruck, wenn ihr miteinander schlaft, dass das eigentlich ziemlich klasse ist und gut ist und ihr auch gefällt? Also da sexuell läuft bei uns wirklich viel, also. Mhm. Das ist jetzt, also habe ich nicht mal dran gedacht, dass sie sich da irgendwas anderes vorstellt. Ja, also der Drang muss ja schon groß sein, wenn sie das dann so sagt zu dir, ne? Und selbst die Gefahr läuft oder in Kauf nimmt, dass du da irritiert bist oder böse reagierst. Sie kennt dich ja auch, sie kann dich einschätzen. Warum bist du da so gegen? Ich weiß nicht, ich kann mir einfach nicht vorstellen, sie mit jemandem zu teilen. Und da ist es mir auch egal, ob Frau oder Mann praktisch. Ja, ja. Also wenn jemand von seiner Freundin praktisch betrogen wird, das ist ja nie wirklich leicht. Also da ist ja, glaube ich, niemand mit einverstanden. Ja. Eben, da ist es mir auch egal, ob es dann ein Mann oder eine Frau ist. Ich bin damit einfach nicht einverstanden. Das ist für mich praktisch Betrug. Mhm. Also ich sehe das genauso. Viele Leute machen den Unterschied und sagen, naja, mit einer Frau ist nicht so schlimm, mit einem Typ wäre es viel schlimmer für mich. Ich finde beides auch gleichwertig. Also das ist eine andere Person, kommt da ins Spiel, da ist Sex im Spiel, ob das nun ein Mann oder eine Frau ist, auch völlig wurscht. Ja. Sie hat es ja noch nicht richtig gesagt. Erstmal ist es bei ihr so eine sexuelle Neugier, ne? Rein sexuell, also. Das wie wär denn die Idee, wenn du sagst, okay, wir versuchen mal was zu dritt? Also da hätte ich prinzipiell nichts dagegen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen sexistisch an, aber... Nö. Warum denn? Wenn sie es auch will und wenn sie ihren Spaß hat und du ihren Spaß, du deinen Spaß, wäre also, das doch ein Kompromiss. Wenn ich dabei wäre, dann wäre das jetzt nicht so das Problem für mich eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Also dann müsste aber auch die dritte Person so abgestimmt sein, dass ich damit halt auch einverstanden wäre. Dass du einverstanden bist und dass du auch ein bisschen mit ran darfst, ne? Ja, ne? Genau, das meinte ich damit. Ja, das wäre doch die Lösung. Das wäre die Lösung. Ihr müsst ja nur eine nette dritte Frau finden. Ja. Aber was ist mit der Zeit danach, wenn sie das dann öfter haben will? Praktisch? Ja, das ist immer genau die Frage bei solchen Sachen. Man kann ja sagen, okay, ich will es auch mal erleben oder so. Es ist wirklich immer eine grundsätzliche Frage. Ist der Drang so stark bei ihr, dass sie sogar ihre Beziehung gefährdet? Ja, es scheint ja so zu sein. Ja, hört sich in der Tat so an. Ja nicht gesagt. Wir haben auch eine sehr ehrliche Beziehung. Ja. Deswegen, sonst hätte sie mir das ja gar nicht erzählt. Und das rechne ich ja auch irgendwo hoch an, dass sie das nicht heimlich macht, sondern mit mir darüber redet. Finde ich auch. So, da es jetzt so ernst zu sein scheint, würde ich mich auf so einen Kompromiss, wenn sie sich auf den Kompromiss einlässt, würde ich das vorschlagen mal. Es ist alles mit Risiken verbunden. Aber wenn du es nicht machst, ist das Risiko, dass sie irgendwann ausschert. Aber meine Angst ist eben, dass das dann so Gewohnheit wird praktisch. Ja, ich verstehe. Ja. Wie schätzt du sie ein? Wenn du ihr sagst, nein, pass auf, ist nicht mein Ding. Da habe ich keinen Bock drauf. Und ich habe auch keinen Bock auf einen Dreier. Will auch keinen Dreier. Wie ist sie? Du kennst sie vom Typ. Dann hätte ich eben die Angst, dass das dann halt heimlich passiert. Mhm. Wenn ich sage, läuft nicht, dass sie dann halt so, ohne dass
ich es weiß, dann irgend sowas ausprobiert. Und das wäre mir eigentlich noch viel unrechter. Weißt du, Steffen, man kann ja auch so sehen. Okay, ihr habt jetzt einen Dreier. Und vielleicht ist es gut. Vielleicht gefällt es dir ja auch sehr gut. Und wenn das dann halt ab und zu mal dann auch ruhig regelmäßig mal vorkommt, wäre ja auch nichts gegen einzuwenden, wenn ihr... Ja, hätte ich jetzt prinzipiell nichts dagegen, sagen wir es mal so. Ja. Wenn ihr da damit so eure Beziehung retten könntet und Ruhe in eure Beziehung bringt, über dem Ganzen steht natürlich die Gefahr, dass sich vielleicht eine starke bisexuelle oder gar lesbische Ader bei ihr entwickelt und dass der Anfang vom Ende ist jetzt, dass sie wegdriftet. Ja, genau, Kann natürlich sein. Dass sich das so zum Lesbischen hin entwickelt. Vielleicht. Aber das hältst du eh nicht auf. Das wäre ja dann nun praktisch nur etwas verzögert. Ja. Deswegen mache ich mal den Vorschlag mit der Dreiergeschichte. Was dir interessant wird auch sein, ob sie da Ja sagt. Wenn sie da nicht Ja sagt, ist die Sache, glaube ich, sehr ernst. Dann will sie nämlich, kann mir kaum vorstellen, dass sie dazu Ja sagt, weil sie ist eigentlich auch ein sehr eifersüchtiger Mensch und so. Ja gut, aber wenn sie von dir so etwas verlangt, dass sie gerne mal eine Erfahrung mit einer Frau machen will und du ihr schon so ein Angebot hinlegst, dann soll sie sich mit ihrer Eifersucht mal im Zaun halten. Ja. Ne? Komm, stell dir mal vor, du würdest ihr das sagen, du hättest mal Bock auf einen Typ, wie sie dann reagieren würde. Oh, das will ich mir gar nicht ausmalen. So eifersüchtig wäre sie. Ja. Siehst du? Also sie ist sehr eifersüchtig. Ja. Also dann finde ich, dann soll sie mal klein mit Hut sein. Wenn du schon sagst, pass auf, wir machen es zu dritt und dann, ich will aber auch was davon haben, ich Stefan. Ja. Ne? Ja. So, bin ich gespannt. Ja, dann werde ich mal so mit dir reden. Dann red mal mit ihr und wenn es gelaufen ist, melde dich bei uns nochmal oder melde mir mal. Ja, werde ich tun. Ja, gut, Stefan. Dann schönen Geburtstag noch. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Melek, 24. Ist das richtig ausgesprochen? Eine Frau. Ja, richtig ausgesprochen. Ist das ein türkischer Name? Genau, das ist ein türkischer Name. Das ist immer so einfach bei den türkischen Namen für uns Deutsche, dass wir die so aussprechen, wie man sie schreibt. Ja, weil... Immer auch nicht, ne? Nee, ist nicht so oft, nein, ist nicht oft der Fall. Na gut, aber Melek stimmt, ne? Genau, Melek stimmt. Um was geht's? Also, ist ein bisschen kompliziertes Thema. Es geht darum, dass ich als Kind häufig vergewaltigt worden bin. Ich habe den Anfang nicht verstanden. Es gibt eine? Also, es geht darum, dass ich als Kind häufig... Achso, es geht darum. Ja, dass ich als Kind häufig vergewaltigt worden bin. In der Familie. Von wem? Also von meinem Bruder, von seinen Freunden. Ja. Es waren halt mehrere, knapp 5, 6 Leute ungefähr. Erinnerst du dich daran? Ja, jeden Tag. Also Jeden Tag. In welchem Alter? Ich war 4, 5, 6 Jahre alt, wie es angefangen hat. Ja, und wie lange, bis zu welchem Alter ging es? Es ging dann knapp bis zum 15., 16. Lebensjahr. So lange? Ja, es ging sehr lang. Ich habe es auch keinem gesagt. Ich habe mich... Das heißt, die ganze Kindheit und Jugend? Ja, ich hab halt immer geschwiegen, habe mich in mich selbst hinein verschlossen, sage ich mal. Und da hat es halt aufgehört. Ich muss nochmal fragen. Jeden Tag ist es passiert? Ja, fast tagtäglich. Von deinem 4. Lebensjahr bis zu deinem 15.? Genau, wenn man so grob rechnet, ja. Vom eigenen Bruder und dessen Freunden? Ja, ich wurde dann auch ab und zu mal verkauft, dann halt mit Geld auch mal. Und deine Mama und dein Papa haben das nicht mitbekommen? Ja, also meine Mutter hat damals immer gearbeitet. Mein Vater, sage ich jetzt mal, der war eigentlich nie da für uns. Da hat es halt aufgehört und da hat mein Vater angefangen. Da hatte ich ungefähr ein Jahr Ruhe. Und da hat mein Vater auch angefangen damit. Mit dem Missbrauch? Genau. Der Vater auch? Mein Vater auch. Wie alt warst du da? Da war es ungefähr 17, kurz vor meiner Ausbildung, als ich angefangen habe. Aber der Vater wusste nicht, was da vorher schon alles mit dir passiert ist? Nein, der wusste das nicht. Ja, und da habe ich das irgendwie versucht zu verdrängen, jahrelang. Du hast nie jemandem etwas erzählt? Nein. Nie? Nein. Wann hast du zum ersten Mal gesprochen, in welchem Alter? Ich habe bis jetzt noch gar nicht gesprochen. Du redest jetzt im Moment das erste Mal darüber? Mhm. Was hat dich bewogen, hier anzurufen? Ja, vor 4 Wochen ist meine Nichte von zu Hause abgehauen. Ja. Von einem anderen Bruder von mir, die Tochter.
Und ich habe sie halt auffindig gemacht, habe sie zu uns nach Hause geholt und habe sie halt nach den Gründen gefragt, warum sie das getan hat, warum sie weggegangen ist. Ja. Weil sie ein sehr gutes Verhältnis zu mir hat. Ja. Und hat festgestellt, also hat sie mir halt auch gebeichtet, dass ihr Vater, also mein anderer Bruder, das Gleiche mit ihr auch gemacht hätte. Ja. Auch als Kind. Und da ist dir das alles wieder ins Bewusstsein gekommen, genau, und in die Erinnerung. Genau, also die Erinnerung war sowieso nicht weg. Aber als sie mir das dann auch erzählt hat. Mhm. Bist du denn, lebst du, bist jetzt 24, lebst du immer noch, ja, in der Familie? Also meine Eltern leben getrennt. Ja. Meine Eltern leben getrennt. Und du lebst bei der Mutter? Ja, ich lebe jetzt bei meiner Mutter. Sind da noch andere? Sind da noch Brüder oder Schwestern? Oder nur du, nee, und, der, nur du, nee, und deine Mutter? Genau, nur meine Mutter und ich. Jetzt mittlerweile auch meine Nichte. Und ich weiß einfach mittlerweile nicht mehr, wie ich damit umzugehen habe. Ja. Hast du mal einen Freund gehabt? Nee. Nein. Nein, ich wurde vor 2 Jahren zwangsverheiratet. Mhm. Und in der Ehe wurde ich auch vergewaltigt. Gott, Melek, was hast du mitgemacht? Was hast, ja, du alles mitgemacht? Das ist ja unfassbar. Ja, ich zitte jetzt auch gerade am ganzen Körper. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Wie lange hast du es in der Ehe ausgehalten? Keine 2, 3 Monate. Ich liege jetzt in Scheidung. Ja. Und es ging dann auch so einfach, da rauszukommen aus der Ehe? Nein, ich wurde auf total Fahrtenweise verprügelt. Wurde verfolgt, Telefonterror. Seine ganze Familie hat meine Mutter angerufen. Und haben die am Telefon bedroht, dass sie meine Mutter umbringen werden, wenn ich nicht mit ihm heirate. Und ich kann einfach nichts dagegen unternehmen. Hast du denn das Gefühl, dass du jetzt in deiner Mutter eine Verbündete hast? Ist es? Nein. Nein, auch nicht? Nein, eigentlich nicht. Also, anders gesagt, hast du ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter? Ja, schon, doch, doch. Ja, schon, aber... Also, meine Mutter ist ja auch nicht die Jüngste, sie ist... Sie ist schon über 60. Ja. Wenn ich ihr das, sie hat auch viel durchgemacht. Mhm. Und wenn ich ihr das jetzt auch noch sagen, wie widerfahren ist, mhm, sie wird ja daran kaputt gehen. Ja. Und ich bin dann halt immer zu Hause, die Starke, die Witzige. Ja. Und niemand ahnt das. Das, nee, es war ein Bruder der Haupttäter die ganzen Jahre. Genau, genau. Wie alt ist der heute? Er ist, bitte? Knapp 30. Er ist knapp 30. Hast du mit dem noch Kontakt? Ja, muss ich ja. Zwangsläufig, wegen der Mutter. Genau. Ist das nicht die absolute Hölle für dich, den zu sehen? Ja, und natürlich, und er ist mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir verlobt. Seit 4 Jahren. Und ich kann ihr auch nichts sagen. Mhm. Meine Nichte steht da, und mein Vater hat damals auch versucht, meine Nichte zu vergewaltigen. Und da habe ich meine Nichte rausgeschickt und habe gesagt, mach mit mir, was du willst, aber lass sie bitte. Ach so, so fing das dann mit dem Vater an? Ja. Ich weiß nicht, das ist einfach zu viel. Mhm. Mhm. Ich denke mir einfach, manchmal habe ich Selbstmordgedanken, dann habe ich die Tabletten in der Hand oder ein Messer in der Hand oder sonst irgendwelche Gegenstände. Was dann in der denke Hand? Ich, ja, ein Messer, ein Gillette. Also, irgendwas in der Hand, wo ich einfach sage, so, jetzt ist Schluss und vorbei. Mhm. Dann denke ich mir einfach wiederum, nein, es ist auch keine Lösung. Mhm. Was machst du sonst in deinem Leben, Melek? Bist du berufstätig oder bist du... Nee, ich bin daran erkrankt. Also es ist jetzt auch keine schwere Krankheit, aber ich habe Epilepsie dadurch bekommen. Ja. Auch seit meinem 16. Lebensjahr. Und von was lebst du? Also jetzt... Zurzeit bin ich arbeitslos, weil ich sehr häufig epileptische Anfälle bekomme, in der Woche 2 bis 3 Mal. Ja. Habe auch gar keinen Kontakt mehr zu meinen Freunden. Also du bist im Prinzip immer in der Wohnung, genau, fast immer zu Hause und kriegst irgendwie Beihilfen, irgendwie Sozialhilfe oder Krankengelder oder irgendwas? Nee, gar nichts, nein. Also lebst von der Mutter oder wie? Nee, also ich habe mich jetzt wieder beworben, ich habe letzten Monat erst aufgehört zu arbeiten. Ja. Und diesen Monat noch mein Gehalt und habe jetzt wieder was anderes in Aussicht. Ja. Naja, gut, also da ist irgendwas, irgendwas läuft da. Ja, klar, natürlich. Aber Fakt ist jetzt einfach, ich denke mir einfach, das mit mir ist okay. Weil ich bin so aufgewachsen, habe mir nie ein anderes Gefühl gekriegt. Mhm. Also ich habe es ja nichts anderes gelernt. Aber das, was du jetzt mir erzählt hast,
Und die Tatsache auch, dass du hier heute anrufst und zum allerersten Mal in deinem Leben von diesem absoluten Horror erzählst, Melek, sagt mir, wie sehr du nach Hilfe rufst und nach einem Strohhalm greifst. Und das verstehe ich. Ich komme mir vor wie in einem Meer und suche da nur noch nach einem Ast, wo ich mich dran festhalte. Ja, ja. Ich habe eigentlich das Gefühl, ob ich ersaufe jeden Moment. Ja. Das ist mir völlig klar. Und ich mir ist auch völlig klar, dass du ganz, ganz, ganz dringend sehr umfangreiche Hilfe brauchst. Ich habe mir auch schon vorgenommen, weg von der Stadt, wo ich wohne, ganz weit weg. Ja. Aber dann denke ich mir wiederum, nee, das ist auch keine Lösung. Warum? Und ich sehe. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich denke immer nur, ja, meine Mutter ist hier und ich kann sie auch nicht alleine lassen. Sie hat ja sonst keinen. Dann sie ist dann wiederum zu sehr fixiert auf mich. Ich finde, jetzt geht es erstmal um dich, Melek. Du hast alles Recht dieser Welt, dass du dich um dich kümmern kannst, nach all dem Leid, was dir angetan wurde. Jetzt geht es mal endlich nur um dich und um deine Seele, um dein Befinden. Ich finde das eine ganz gute Idee, völlig wegzugehen, ganz woanders hinzugehen, völlig neu anzufangen. Aber pass auf, das geht nicht so einfach. Dafür brauchst du vorher sehr viel Hilfe, seelische Hilfe, psychologische Hilfe. So schaffst du das nicht. Ich glaube sogar, dass es gut wäre, das sage ich jetzt mal so, in deinem Fall, sei bitte jetzt nicht verschreckt, wenn ich das so sage. Ich glaube, es wäre sogar nach all diesem unfassbaren Leid, was du hast ertragen müssen, wenn du für eine längere Zeit in eine sehr gute psychosomatische Klinik gehen würdest. Ja, da war ich auch. Da warst du schon. 19, ja, war ich da für 8 Wochen. Aber da hast du nichts erzählt von all dem. Die haben mich da voll gepumpt mit Beruhigungsmitteln, mit Antidepressiva. Ja, ja, sowas meine ich alles nicht. Ich meine eine richtige Klinik, wo du auch offen sprechen kannst, wo die Menschen wissen, was mit dir los ist und mit dir gemeinsam arbeiten und dich aufbauen. Und ich glaube, nach so einer Phase, ich weiß nicht, wie lange das dauert, dann wäre ein Neuanfang irgendwo gut. Ich habe auch mittlerweile so einen richtigen Hass gegen Männer. Also das ist jetzt nicht auf jeden, der auf der Straße läuft. Aber sobald ich merke, es ist da jemand, der irgendwie Interesse zeigt oder mich irgendwie dumm angrinst, dann kommt irgendwie ein dummer Spruch von mir oder ich renne heulend weg. Ja. Also, man hat mich damals auch schon ausgelacht. Ich war schon so und so alt und hast du nicht einen Freund gehabt. Aber hast du in all dem, was dir angetan wurde, gab es mal so Überlegungen zu sagen, diese Schweine, ich zeige die an? Ja, hatte ich vor und das hatte ich denen auch gesagt. Und 2-3 Tage später wurde ich dann auf brutalste Art und Weise auch verprügelt. Und das wurde mir dann sozusagen, dieser Gedanke wurde mir dann ausgeprügelt. Wobei, Melek, das finde ich auch, ist auch jetzt gar nicht das Thema. Das Thema bist du. Das Thema ist, dass du ein bisschen Stabilität findest. Was dann hinterher passiert, ob du eine Anzeige erstattest, das muss man dann sehen. Das musst du auch mit deinen Therapeuten dann besprechen. Du brauchst ganz dringend, ganz schnell umfangreiche Hilfe. Und ich bewundere schon deine Stärke, die du so ausstrahlst. Und auch, wie du gerade gesagt hast, das ist ja auch keine Lösung, sich umzubringen. Nein, das ist ja nicht. Und nachdem, was du mitgemacht hast, ich sage dir ganz ehrlich, ich will nicht sagen, dass ich ein gewisses Verständnis hätte, aber da kann man es ja fast schon verstehen, dass man so Gedanken hat. Aber dass du dann trotzdem sagst, nein, das ist keine Lösung, das sagt mir, was für eine Kraft du noch in dir hast und was für einen Willen. Ich will ja auch nicht einfach aufgeben. Ja. Weil ich denke mir dann einfach, wenn ich mir was antue, dann freuen die sich ja noch dran. Ja. Sie hat verloren und wir haben gewonnen. Und daraus ziehe ich so den Schluss, dass du auch die Kraft wirst haben, dieses durchzuziehen, was ich gerade vorgeschlagen habe. Daran denke ich ja auch. Und dann denke ich jetzt auch an meine Nichte, weil ich will auch, dass ihr geholfen wird und dass sie darüber hin auch wegkommt. Mhm. Aber jetzt geht es erstmal um dich. Sage ich jetzt nochmal. So, Melek, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe immer einen Psychologen hier in der Sendung. Mhm. So auch heute eine Psychologin, eine sehr nette Frau, ist die Elke, sie heißt Elke. Du wirst jetzt auflegen und dann wird die Elke dich nochmal anrufen. Und dann wird die Elke noch ganz eingehend mit dir sprechen,
was du jetzt alles tun kannst und was du tun solltest. Mhm. Ja? Ja, mhm, mach ich. Und ich sage nochmal ganz, ich finde es toll, dass du angerufen hast. Ich finde es ganz toll. Vielleicht sehen wir es als ersten Schritt, dass es dir in eine bessere Zeit hilft. Alles Liebe von Herzen. Du legst auf, wir rufen zurück. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik Gudenhausen. Morgen sind wir wieder da im Radio und dann auch im Fernsehen. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss. Es ist 2 Uhr vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Hören Sie Nachrichten. SPD und Gewerkschaften lehnen pauschale Arbeitszeitverlängerungen ab. Dies liefe auf